Hallo meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Meine Lieben, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen für eure lieben Kommentare, die Likes und natürlich sage ich auch herzlich willkommen allen neuen Zuschauern und bedanke mich bei allen neuen Abonnenten, ja, die mir hier ein Abo dagelassen haben. Vielen lieben Dank dafür. So, wir starten in die Karten. Ich bin sehr gespannt. Ihr findet alle von mir verwendeten Kartendecks unter diesem Video in der Infobox. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Anschrift. Im Moment bekomme ich sehr viele E-Mails, ne? Also gebt mir ein bisschen Zeit mit dem Antworten. Es ist eine ganze Menge, was da so reinkommt. Wir starten wieder mit den Seelenführerkarten. Auch dieses wunderschöne Frau Tonis Lieblingsdeck findet ihr hier unter diesem Video. Wir schauen mal, welche Tagesaffirmation hier heute für uns reinkommt. Das kann man wirklich mal so richtig einsinken lassen, diese Botschaften. Das macht immer sehr viel mit einem, also mit mir. So, wir schauen mal, womit dürfen wir heute dienen? Was haben wir? Oh, höre zu. Sei achtsam und bewusst, deine Seelenführer schicken dir Zeichen. Wow! Sei achtsam und bewusst, deine Seelenführer schicken dir Zeichen. Also achtet mal auf Zeichen. Es sieht so aus, als werden euch oder uns allen hier Zeichen gesendet im Außen, auf die wir wirklich achten sollen, ne? Von unseren Seelenführern. Da bedanken wir uns mal ganz herzlich bei unseren Seelenführern und ich hoffe, wenn wir mal ein Zeichen übersehen, dass sie Geduld mit uns haben und uns das dann gegebenenfalls nochmal losschicken, ein Zeichen, nicht wahr? So, ihr Lieben, wir legen los. Wir schauen heute hier mit einer kleinen Gegenüberlegung, was hier in der Liebe so los ist bei dir. Ich beginne auf deiner Seite, ich möchte schauen, mit welcher Energie schwingst du hier gerade in eurer Seelenverbindung und dann schauen wir beim Gegenüber. Wir checken ab, was ist zwischen euch gerade los, ne? Und da bin ich jetzt ganz gespannt. Du schaust bitte, ob du hier in Resonanz gehst oder nicht, denn ihr wisst ja mittlerweile, es kann ja nicht immer für jeden passen, ne? Aber es kann hier schon Botschaft für dich haben, vielleicht auch einfach einen Impuls. Lautes Kartengemische, so muss das sein, ne? Trommelwirbel für das Kartengemische. Jetzt ist gut. Fühlt sich gut an. Also, ich bin gespannt, wir schauen mal. Wie geht's dir hier gerade? Mit welcher Energie schwingst du hier gerade in dieser Verbindung? Was ist da los? Was geht los da rein? Ui, oh, du bist offen. Du bist hier ganz offen für diese Verbindung, für dein Gegenüber. Ja, die vier der Stäbe, auch natürlich eine Karte, die für eine Seelenverbindung hier, das zeigt es hier quasi an, ne? Dass hier zwei Menschen miteinander verbunden sind und zwei Menschen sich in ihrem Leben hier willkommen sind, ne? Die vier der Stäbe, eben so eine Karte, also hier geht es wirklich um ganz viel Freude, um Frieden, um Harmonie. Hier geht es darum, dass man vielleicht auch zu einer Feierlichkeit eingeladen wird, ja. Dass du vielleicht hast du gerade vor, auf eine Feierlichkeit zu gehen und du hast die Einladung bereits, die ist dir schon in die Hütte geflattert, ne? Das könnte sein. Und ich nehme hier mal kurz da, höre zu, sei achtsam und bewusst, ja. Deine Seelenführer schicken dir Zeichen. Vielleicht sind hier einige von uns ganz neu auf diesem Seelengefährtenweg, ne? Auf diesem Never-Ending-Story-Seelengefährtenweg, ne? Mit diesen ganzen Höhen und Tiefen. Dann kann es natürlich sein, dass du Zeichen erhältst im Außen und die noch nicht so richtig einordnen kannst, ne? Dann herzlich willkommen. Da geht es ganz vielen so, ne? Ja, also du bist hier mal grundsätzlich sehr offen für dein Gegenüber. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sieht es denn hier bei deinem Gegenüber aus? Romeo, oh Romeo, was dürfen wir wissen? Oh, ja, wir schwingen in der Energie von gestern weiter, meine Lieben. Die Sieben der Stäbe. Also offensichtlich ist hier bei deinem Romeo oder bei deinem Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, ne? Wir legen ja hier geschlechtsneutral, weil wir ja nicht wissen, wer hier auf wen schaut, ne?
Ja, die sieben der Stäbe. Vielleicht gab es hier zwischen euch eine Auseinandersetzung, ja. Er fühlt sich hier momentan ein bisschen bedroht, ne? Und wir schauen ja hier auf die Energie, die hier gerade in eurer Verbindung ist, ne? Dann kann es sein, dass sich dein Romeo oder dein Gegenüber, ne, in dem Fall hier etwas bedroht fühlt. Vielleicht auch durch dritte Personen, das kann natürlich auch sein, aber er hat hier vor, seinen Standpunkt ganz knallhart zu verteidigen, ne? Wirklich. Es kann sogar sein, dass er dich wegstößt, ne, mit den sieben der Stäben. Also, er fühlt sich hier angegriffen. Er fühlt sich hier angegriffen, ne? Und es kann sein, guck mal, höre zu. Ja, deine Seelenführer schicken dir Zeichen. Ja, diese Verbindung ist trotz alledem da. Ja, das könnte zum einen das Zeichen sein, das kann aber auch das Zeichen sein. Lass den hier ruhig mal momentan so ein bisschen bockig sein. Das ist ganz normal. Das ist ja auch, guck mal, hier haben wir doch die typische Energie. Der eine ist offen für ein Treffen. Ich bin bereit, du darfst gerne kommen. Der andere sagt, nee, das ist mir jetzt hier zu viel. Ne? Typisch. Es ist einfach typisch. Ne? Irgendwann kommt wieder die Zeit, da fließen die beiden hier ineinander zusammen. Ja, und dann, wie gesagt, ne, dann geht es wieder eine Weile gut. Wenn es denn so sein soll, wenn beide wirklich bereit dazu sind, geht es dann wieder eine ganze Weile gut zwischen euch. Und dann kann durchaus mal wieder ja, ein Thema kommen, was ihn hier dazu bringt, sich hier so ein bisschen. Ja, vielleicht fühlt er sich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, das ist das, was ich hier so wahrnehme. Und du wärst hier aber sehr, sehr offen auch für ein Treffen, ne? Ich möchte gerne mal schauen, was liegt denn hier zwischen euch gerade? Die fünf der Schmerzen ist gefallen. Ja, die fünf der Schwerter ist gefallen. Mein Güte, ja. Also. Hier ist, glaube ich, irgendetwas gewaltig in die Hose gegangen. Ja, hier gab es einen Verlust. Ja, hier haben vielleicht beide für ihre Überzeugung versucht, sich einzusetzen. Ich will jetzt nicht kämpfen sagen, aber ja, die Fünf der Schwerter, es ist keine schöne Energie. Das ist eine frostige Stimmung hier. Und es ist einfach ein Kampf, der hier geführt wird, der kann nicht gewonnen werden. Ja, man kann, du kannst dich hier nicht aus so einer Verbindung einfach so lösen. Das kann es zum einen sein. Und zum anderen, wir klären die Karte auch noch ab. Also hier müssen wir ganz dringend noch was drauflegen. Und da schauen wir mal. Ne? Wir gucken jetzt erstmal auf die zukünftige Energie. Die ich aber noch verdeckt lasse. Weißt du warum? Ich möchte erst schauen, was bei euch los ist. Da müssen wir mal reingehen, weil das ist hier mit den fünf der Schwertern da als Energie zwischen euch. Also hier kann ein Konflikt zwischen euch beiden vorhanden sein momentan. Wir schauen jetzt mal bei dir zuerst. Was ist bei dir los? Ne? Du zeigst da die vier der Stäbe, du wärst grundsätzlich hier sehr offen, du fühlst, dass diese Verbindung hier da ist. Ne? Du bist hier quasi voll am Start, hast hier positive Vibes. Ne? Und dein Gegenüber schubst diese positiven Vibes hier so ein bisschen zurück. Ja, fühlt sich vielleicht unter Druck gesetzt. Ne? Hier ist irgendwas vorgefallen. Aber wir schauen jetzt mal, was sagen denn die vier der Stäbe hier? Was geht los da rein? Die vier der Stäbe, bitte. Wir haben die Gerechtigkeit, die sieben der Kelche und der Stern. Ja, du bist hier zu dem Schluss gekommen, mein Schätzelein. Du bist hier zu dem Schluss gekommen, dass du verliebt bist. Du weißt das. Und mit dem Stern hast du hier eine große Hoffnung, dass sich dieses Luftschloss, ja, die sieben der Kelche, die wir hier nun mal haben, das ist eine Karte, die zeigt hier, dass man verliebt ist. Das sind Tagträumereien, das sind Schwärmereien. Das ist, ich habe hier die rosarote Brille auf, aber volle Kanne, ne, auch mit den vier der Stäben. Also hier schwingst du in einer ganz hohen Liebesenergie, Verliebtheit. Und dann haben wir hier
die Gerechtigkeit zu liegen, der Richter, die Vernunft auch, ne? Du willst ja eine vernünftige Entscheidung für dich treffen. Und das hast du hier getan. Denn mit dem Stern hast du dich hier entschieden, ey, das, was ich hier eben an Zeichen im Außen bekomme, das, was ich hier ja fühle, ja, weil die sieben der Kelche, das ist auch eine Energie, da geht es wirklich auch um so eine Schwärmerei. Man ist so wie im Rausch, ne? Man hat auch sehr viel, ich sag mal, Visionen kannst du haben, ja, Illusionen, Visionen. Ja, also eine ganz dunkel rosarote Brille hat man hier auf, ne? Sag ich mal. Und mit dem Stern und der Karte die Gerechtigkeit entscheidest du dich hier dafür, das ist eine klare Entscheidung, zu hoffen, dass sich das, was du hier fühlst und die Zeichen, die du erhältst, dass sich das eines Tages hier für dich erfüllen wird, dieser Traum, dieses Luftschloss, was es im Moment noch ist zwischen euch. Ja, das ist eine klare Entscheidung hier von dir mit der Karte der Gerechtigkeit und dem Stern. Für dich ist das hier alles, steht das alles unter einem sehr guten Stern. Ne? Du hast einfach eine große Hoffnung. Ja, der Stern ist die Karte der Hoffnung, das Wasser des Lebens. Hier geht es wirklich darum, ja, du bist hier ganz, ganz zuversichtlich. Und das ist eine Entscheidung, die du hier getroffen hast, weil du mit der Gerechtigkeit hier ganz klar sagst, ey, diese ganzen Zeichen, die ich da bekomme im Außen, das kommt doch irgendwo her. Ich bilde mir das doch hier nicht nur ein. Ich fühle das, ich spüre das, ich weiß das alles. Und das ist hier eine ganz klare Entscheidung, hier weiterhin Hoffnung zu haben. Darum bist du hier offen, ja? Sehr, sehr offen. Okay, das ist sehr spannend, ja? Ich bin jetzt gespannt, was zeigt uns denn hier das Schätzelein von gegenüber? Mit den sieben der Stäben. Was ist denn da los? Die können hier ruhig mal noch ein bisschen weg, ne? Sehr, sehr spannend hier heute, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr spannend. Zeig mir mal bitte die sieben der Stäbe hier. Die fünf der Schwerter. Und die Liebenden habe ich hier gerade. Die sieben der Stäbe, bitte. Oh. Nochmal die sieben der Stäbe. Also er zeigt dein Gegenüber, ne? Zeigt hier eine Königin der Münzen. Ja, und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja auch noch die Heilung, die Mäßigkeit zu liegen, Harmonie, Frieden und mit den sieben der Stäben, das kann, also hier möchte jemand Frieden machen, ja, weil die Mäßigkeit, ich meine, das ist hier die große Arkana-Karte, die überwiegt hier natürlich, ist klar, ne, da können wir hier den Rest so ein bisschen ausblenden und sagen, okay, hier gibt es eine Situation, da macht er seinen Standpunkt klar. Ja, hier gibt es irgendetwas, was er vielleicht, was dein Gegenüber vielleicht zu dir gesagt hat, wo jemand ganz klar seinen Standpunkt ja aufgezeigt hat und gesagt hat, so, das ist meine Meinung, das ist das, wie ich es wahrnehme. Ich meine es so und so, egal wie du es jetzt verstanden hast, ja. Hier hat sich jemand hingestellt. So, jetzt haben wir hier die Mäßigkeit und die Mäßigkeit steht für eine Harmonie, für Frieden. Die steht dafür, dass man hier einfach zu einer Erkenntnis kommt, ja, zu einer Erkenntnis kommt, die hier wirklich Harmonie und Frieden in eine Verbindung bringt. Und die Karte steht auch für eine liebevolle Zuneigung. Jetzt haben wir hier eine Königin der Münzen. Ich gehe davon aus, dass du das bist, dass man dich so wahrnimmt. Man schätzt dich also sehr. Wir haben die sieben der Stäbe hier nochmal als Erklärung der sieben der Stäbe. Die sieben, da geht es immer um eine Art Vertrauen. Hier ist eine Krise und hier fehlt es an Stabilität. Hier ist etwas noch nicht stabil. Ja, das heißt, das, was hier noch nicht stabil ist zwischen euch, ist Frieden, ist Harmonie. Es ist unstabil. Der Frieden zwischen euch ist unstabil. Hier scheint irgendwie immer mal wieder etwas, ja,
Es ist so immer mal wieder vielleicht ja in den Verlust zu gehen. Es ist einfach so. Und das Thema sind hier eure Schattenthemen. Also ich bin gespannt, was die Fünf der Schwerter, die warnt ja auch ein bisschen immer vor einer Falle. Ne? Hier will jeder seine Seite, seine Sicht der Dinge verteidigen. Das nehme ich so wahr. Und hier muss man sich irgendwie immer wieder verteidigen. Dein Gegenüber hat vielleicht das Gefühl, er muss sich immer wieder verteidigen, er muss immer wieder für Frieden sorgen. Das ist das, was mir hier reinkommt. Und weißt du, was das Problem ist hier einfach? Die Fünf der Schwerter, das ist eine Warnungskarte, ne? Die hat zum Ziel, hier aufzuzeigen, dass man hier an Schattenthemen arbeiten sollte. Sie steht auch immer für eine Wendung zum Schlechten. Wenn man hier nicht aufhört, ich sage mal, skrupellos hier seine Überzeugung durchziehen zu wollen, einfach nur, weil man meint, man ist hier im Recht. Und da geht man, also die Fünf der Schwerter, das ist nur die Energie zwischen euch, ja, die Energie im Moment. Ich nehme hier wahr, dass jeder von euch, als ob ihr getrennt seid momentan. Und ich sehe zwischen euch wie so ein, aber es ist nur ein Bretterzaun, was ich da sehe. Ja, es ist ein Bretterzaun. Und jeder steht auf seiner Seite und du sagst, nee, ich weiß, was hier, ich weiß es. Warum verstehst du das nicht? Warum fühlst du, fühlst es doch auch, ja? Sowas in der Art und dein Gegenüber sagt, Mensch, das geht mir hier vielleicht zu schnell, ja? Er will seine Meinung verteidigen, aber er schätzt dich hier sehr, ne? Und jetzt schauen wir uns die Fünf der Schwerter an. Was ist hier los, ja? Also er ist hier, ja, guck mal hier. Guck mal hier, was hier los ist. Das passt hier wirklich ganz gut. Es kann sein, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, dass du zwischendurch mal vielleicht eine sehr scharfe Zunge hast, Schätzelein. Vielleicht. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Es kann durchaus sein, dass hier angezeigt ist mit den Fünf der Schwertern auch hier. Ja, das ist auch so ein bisschen. Das ist hier auch so eine Energie von einem, ja, von einem Hau drauf und von einem, ich werde hier schnell wütend oder ich hau hier jetzt mal richtig mit der Faust auf den Tisch. Das kann ja auch eine Eifersucht sein, ne? Also eine brenzliche Energie, sage ich mal, zwischen euch, ne? Ja, er hat das Gefühl, er muss hier immer wieder etwas gerade biegen bei dir. Zwischen euch, immer wieder, ne? Und du bist in einer ganz anderen Energie. Und darum beißt sich das. Ihr steht hier beide gerade an einer ganz anderen, wie soll ich sagen, ganz unterschiedliche Energie. Du bist hier noch voll da und denkst, ja, ist mir klar, was hier zwischen uns ist. Ich erhalte auch Zeichen. Ich weiß, was hier los ist. Die Energie zwischen euch sagt, Freunde, also hier ist jetzt mal Schluss. Hört auf, gegeneinander hier zu kämpfen. Jeder zieht hier an seiner Schnur, ne? Das ist es nicht. Legt die Schwerter nieder und schaut mal, was hier wirklich zwischen euch eigentlich ist. Ne? Und er denkt, oh nee, jetzt muss ich mich hier schon wieder hinstellen. Er möchte Frieden, er möchte das. Er schätzt dich ja. Ne? Aber er hat das Gefühl, er muss hier immer wieder etwas in andere Bahnen, in anderes Licht lenken. Das sind hier die zukünftigen Energien. Ich schaue jetzt aber noch die Fünf der Schwerter an. Puh, let's fetz, Schätzelein. Was kommt da jetzt? Uiuiui, ne? Hier, höre zu, ne? Also die Sieben der Stäbe, der soll hier einfach mal wirklich, ich meine, die Sieben der Stäbe, die hat ja natürlich, die hat er ja zweimal, ne? Das heißt, hier ist etwas noch nicht stabil. Die Sieben ist eine Karte, die zeigt, also die Sieben, die Zahl, da ist noch etwas unsicher, da ist noch etwas so ein bisschen, hier fehlt eine Stabilität zwischen euch. Also hat er das Gefühl, du bist instabil. Er hat das Gefühl, jetzt kommt es hier, dass du instabil bist. Ja, mal bist du da, zum Beispiel so. Dann ist alles total schön zwischen euch. Und dann passiert etwas, und das kann das hier sein, was hier angezeigt ist, dass du aufgrund eines Zweifels hier mal ordentlich dein Schwert ziehst und vielleicht auch etwas beendest. Also das ist, die 7 steht für eine Instabilität. Hier ist etwas noch nicht stabil. Hier ist man noch nicht überzeugt. Und hier wünscht sich jemand, dass du heilst. Und es kann sein, Achtung, jetzt wird es aber richtig deep hier.
dass sich hier ein Seelengefährt auf die Hinterbeinchen stellt, ne? In seiner orangen Leggings hier und sagt so, ja, in deine Richtung. Und jetzt ist hier eine Grenze. Jetzt heilst du, Fräulein. Ne? Jetzt guckst du mal genau hin. Du bist hier nicht stabil. Ja, das ist das, was ich hier wahrnehme. Und dafür sind diese Verbindungen ja da. Ne? Wir haben hier Schattenthemen, die hier dazu führen, dass es immer wieder einen, vielleicht einen kalten Schnitt gibt, einen klaren Schnitt gibt, dass es hier Missverständnisse gibt, dass es hier vielleicht auch, ja, das ist hier nicht ausgeglichen, ne? Du bist hier total in Love und er denkt, okay, jetzt muss hier erstmal wieder, kurz ziehe ich hier eine Grenze, die Dame hat hier etwas aufzuarbeiten, ne? Hui, 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 hui. Also, die 5 der Schwerter, bitte. Die 5 der Schwerter, bitte. Oh. Ich muss hier mal, wir legen mal los. Wir haben das Ass der Kelche, die 3 der Münzen. Die 4 der Stäbe. Und den Turm. Es ist das, was mir gerade reinkam. Immer, wenn alles relativ gut läuft. Ja, da ist der Turm. Und da sind die 2 der Kelche. Und da ist der Teufel. Leute. Ja, ich lege sie mal hin. Ne? So, Schätzelein. Was sind hier die Schattenthemen zwischen euch? Hier haben wir sie. Es gibt hier zwischen euch tatsächlich die Chance auf eine große Liebe. Das wisst ihr beide. Ja, ihr wisst das beide. Es gibt hier Schattenthemen, an denen ihr arbeiten müsst. Ja, diese Chance ist da und man will halt unbedingt darum kämpfen. So, nun haben wir hier aber Themen. Man muss natürlich gemeinsam mit den 3 der Münzen, ihr müsst beide wollen, ihr müsst beide den gleichen Input liefern. Und das ist bei euch nicht ausgeglichen. Und darum zieht sich hier immer wieder jemand zurück. Es könnte sein, dass du das bist. Schaut mal, es sind hier wieder die 4 der Stäbe. Ja? Dieses, was ihr euch beide wünscht, ist ein Zusammentreffen. Ja? Die Chance, dass ihr aufeinander trefft, die ist da. Aber nur, wenn wirklich beide hier etwas geben. Ja, und zwar gleich, im gleichen Anteil. Ne? Das muss ausgeglichen sein. Es kann nicht sein, dass immer nur einer gibt und der von dem anderen kommt. Nüt, ja, also gar nichts. Die Chance ist da, hier auf eine Zusammenführung, weil es beide wollen. Es wollen beide. So, wir haben hier aber ein Schattenthema. Wir haben hier, das ist ein Kampf. Und jetzt sehen wir auch, was ist denn hier der Kampf? Es geht hier immer darum, ich habe mehr gegeben als du. Das scheint hier ein Problem zu sein. Oder ich habe mich jetzt 2-mal gemeldet und du hast dich nicht gemeldet. Ich muss mal kurz meine Glocke abnehmen. Ja. So, und dann haben wir jetzt hier schon direkt, ah, die sind andersrum, ne? Achtung. Wir haben den Turm, ja. Das ist das, was gewollt ist. Und dann kommt der Turm. Und wer immer dann, wenn hier einer von euch beiden nicht an seinen Themen gearbeitet hat, wird hier von außen der Turm kommen, ja. Der Turm wird hier einmal alles zerstören. Das tut weh. Euch beiden, die 2 der Kelche, das ist die Seelenpartnerschaft. Also wir haben hier wirklich ein Seelenpaar zu liegen. Hier ist ganz klar, was hier los ist. Und hier haben wir den Teufel. Hier haben beide noch Themen, beide. Nicht nur dein Gegenüber, sondern hier gibt es vielleicht auch wirklich, also nicht vielleicht, hier gibt es noch Themen, an denen du auch arbeiten darfst. Und solange wie das nicht gelöst ist, haben wir ein ständiges, ja, ich nehme hier alles wahr, wir sind hier verbunden und dein Gegenüber sagt so, also hier ist hier gerade etwas nicht so gut gelaufen und jetzt bin ich gespannt, was wir hier haben. Ne? Wir haben den Page der Schwerter, das ist hier ganz klar die Energie von, Achtung, das ist die kleinste Hofkarte, kleinste Energie in den Hofkarten. Ich sag's mal so. Wir haben hier den Pagen, der Schwerter. Das ist eine Energie von, ihr seid hier beide miteinander. Ihr wollt gerne miteinander reden, ja. Ihr wollt euch etwas sagen. Ihr seid hier verbunden. Wir haben hier den Hierophanten. Es sind Lernthemen. Was soll euch klar werden? Was sollt ihr lernen? Was ist die Lernaufgabe?
die Wahrheit auszusprechen. Keine Rückzüge mehr. Keine Rückzüge. Kein, oh, ich traue mich jetzt nicht, das auszusprechen. Hier soll ganz klar, ich meine, der Hierophant ist hier ganz einfach die große Arcana-Karte. Hier geht es um ganz viel Einsicht, ja. Seid mal ehrlich zueinander. Ihr habt hier beide offensichtlich schon so das ein oder andere Mal vielleicht die Flinte ins Korn geworfen, weil das natürlich ein ganz schwieriger Prozess hier ist, ne? Aber hier ist ganz klar, mit den Sieben der Stäben ist dieses ganze Thema zwischen euch, ist Vertrauen. Die Siebener stehen für eine Instabilität, weil man hier ist etwas noch nicht stabil. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber dann ist es wichtig, ne? Hier geht es um Stabilität, hier geht es um Vertrauen. Der Hierophant sagt, hab Vertrauen. Die Sieben der Schwerter sagt, kein Vertrauen. Hier stimmt was nicht, hier wird gelogen, hier wird betrogen, hier stimmt irgendetwas nicht. Ja? Und der Hierophant liegt oben drauf und sagt, ey, hört hier auf die Zeichen, die wir euch schicken. Ihr habt hier was zu tun, ihr habt hier was zu lernen. Ja? Und wir sehen ja, dass ihr euch hier was zu geben habt, ne? Und wir haben hier das Rad des Schicksals noch, was hier ganz klar dafür steht, dass sich das Ganze zum Guten wenden wird. Momentan ist hier eine Flaute, aber ich finde hier ganz spannend. Schau mal, ob du dich hier wiedererkennst, ne? Dieser Kampf hier zwischen euch, diese Energie der fünfter Schwerter zwischen euch hat was damit zu tun, dass hier ein Treffen und die Möglichkeit, diese Liebe hier zu leben, die ist da, aber nur, wenn beide was dafür tun. Und offensichtlich ist hier mit den Siebenern nicht ganz stabil, nicht ganz so, wie es sein soll. Es könnte durchaus sein, dass von hier drüben nicht immer das kommt, was du erwartest. Aber es sind ja hier Gefühle auf jeden Fall da. Und hier haben wir den Turm, die drei der Schwerter und die zwei der Kelche und den Teufel. Ich breche das mal runter. Diese ganze Geschichte hier wird so lange den Bach lang runtergehen, wieder von vorne beginnen, den Bach lang runtergehen, bis man hier ins Vertrauen gehen kann und bis hier vor allem die Wahrheit ausgesprochen wird. Ne? Das ist eine karmische Liebe hier. Ja, das kann durchaus sein. Ist auch so ein Wort. Ne? Das ist einfach eine Liebe mit sehr vielen Problematiken, mit sehr vielen Lernthemen. Und das kann man aber schaffen. Ja. Das kann man schaffen. Ja, wir haben die zwei der Kelche, wir haben das Ass der Kelche, wir haben zweimal die vier der Stäbe, ne? Wir haben hier die Mäßigkeit zu liegen. Ja, immer wieder, ihr werdet, guck mal, hier wird man zusammengeführt. Beide wollen das. Und dann kommt wieder der Turm und sagt, hier ist noch was nicht richtig. Ja, das ist mir noch nicht stabil genug. Also, wird hier irgendetwas geschehen mit dem Turm. Das ist ganz einfach so. Hört mal hier auf die Zeichen. Schaut mal, was ihr für Zeichen erhaltet im Außen. Ich finde das super spannend. Was legen wir da noch drauf? Wir legen mal hier noch, pass mal auf, jetzt machen wir was ganz, ganz Verrücktes. Wir nehmen nur eine Länderung. Ich bin hier ganz mutig. Bleib du mal hier im Vertrauen. Bleib du mal da im Vertrauen. Hör hier genau auf die Zeichen, die da kommen. Hier drüben wird sich jemand noch eine Weile ja, zurückhalten, offensichtlich. Ja, mit dem Turm bleibt hier. Bleibt hier erstmal noch bei einer Trennung. Ja, hier bleibt es noch bei einer Trennung. Das soll jetzt einfach gerade so sein. Ja. Und dann haben wir hier den Baum, der für tiefe Wurzeln und für eine Heilung auch steht. Für ein ganz langsames Wachstum und für die Geduld. Und auch die Mäßigkeit steht für Geduld. Das heißt, Schätzelein, momentan, wenn dir das hier bekannt vorkommt, das kann hier noch eine Weile dauern. Ne? Das kann hier wirklich noch eine Weile dauern. Ich würde hier gerne, bleib hier im Vertrauen. Hier beobachtet dich jemand. Ihr beobachtet euch gegenseitig. Also ihr seid ja nicht außer Welt, ne? Weil die fünf, das ist die Energie zwischen euch. Das heißt, ihr wollt es beide. Ihr wollt es beide und lasst es immer wieder zusammenstürzen. Immer wieder kommt es zu einer Trennung. Immer wieder kommt es zu einer Trennung. Das ist hier auch ein Kreislauf. Mit dem Rad des Schicksals kann es sogar sein, dass das hier schon eine ganze Weile zwischen euch so geht. Mir kommt hier gerade rein, ihr seid so ein bisschen
wie Feuer und Wasser. Das ist so ein bisschen, ihr habt noch nicht eure Sprache der Liebe gefunden, wie ihr euch beide verständigen könnt. Das ist hier, ihr seid so unterschiedlich von den Energien hierher, ne? Ihr wollt gerne Kontakt, ihr wollt gerne kommunizieren und haut immer wieder beide voneinander ab. Keiner traut sich hier, das Wort zu ergreifen. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ne? Wir haben keinen Kontakt mehr, weil jeder von beiden zu Hause sitzt und denkt, nein, ich melde mich jetzt hier nicht zuerst. Ich melde mich jetzt hier nicht zuerst. Ja, und das denken beide und darum geht hier etwas den Bach lang runter. Aber hier ist diese Trennung, die hier im Moment im Raum steht, ja, es ist wirklich wie eine Anschlusslegung zu gestern, ne? Die ist hier beabsichtigt, die ist hier gewollt, ja, wir haben hier den Turm und hier ist auch ein Turm drauf, ja, das heißt, hier war irgendetwas nicht so, wie es sein soll und dann wird das hier platt gemacht. Beide denken hier aneinander, trotz diesem Fünf der Schwertern und es kann auch sein, dass hier beide versuchen, nein, ja, ich gehe hier nicht zuerst rein, aber da ist wirklich Schwerter niederlegen, die Wahrheit hier mal aussprechen und sich hier was trauen. Ne? Spannend finde ich, dass du hier wirklich so in dieser, ja, ich weiß, was das hier zwischen uns ist. Mir ist es vollkommen klar. Und hier gegenüber ist so der Meinung, nee, also jetzt muss die Dame erst mal lernen. Hier braucht man ein bisschen Geduld. Ja, hier ist Geduld. Ja, schicksalhafte Lernthemen, aber hier ist auch schicksalhaft, dass der Neubeginn, der wird kommen, ja, es liegt hier auch schon drin und dann geht es hier in die nächste Runde, Schätzelein, ne, da schauen wir mal noch, was, eine Karte, komm, eine nehmen wir noch, es ist sehr, sehr spannend, es ist auch eine gekommen, ja, Nachrichten, Anrufe, E-Mail und Sprechen. Also höre genau zu. Ne? Du bekommst hier schon Zeichen. Vielleicht bekommst du Zeichen, dass du dich melden sollst. Vielleicht sagt deine innere Stimme, jetzt ist es soweit, jetzt melde ich mich. Ich weiß doch, was hier los ist. Ne? Vielleicht ist es so. Ne? Es ist immer ratsam, auf seine innere Stimme zu hören. Ne? Sich nicht zu verbieten. Ja? Egal, und das sage ich immer, ne? Egal, was am Ende dabei rauskommt, ja, wenn du dich so stark danach sehnst, dich hier zu melden. Ne? Und dann meldest du dich und dann kommt von deinem Gegenüber hier so ein, nee, also im Moment, nö, also habe ich hier eigentlich keine Böcke auf dem Treffen, keine Zeit, was weiß ich. Ne? Dann denkst du, oh, hätte ich mal bloß nicht gemacht, doch. Es war trotzdem richtig, weil du dann weißt, okay, alles klar, der werte Herr oder hier mein Gegenüber ist hier nicht bereit, um unsere Verbindung hier zu kämpfen. Er schiebt mich weg, dann drehe ich mich um und gehe meinen Weg erstmal alleine weiter. Das ist ja auch wichtig, ja. Du kannst ja nicht ewig in einer Energie stecken bleiben, in der sich nichts vorwärts bewegt, ne? So, meine Lieben, ich bin fertig. Ich habe fertig mit dieser Legung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es super spannend. Ich würde mich natürlich riesig freuen über ein Like, ein Liebeskommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Da freue ich mich riesig drüber und bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns morgen wieder und bis dahin sage ich liebste Grüße, eure Toni.